Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute geht es um das Thema Essstörung. Ich bin gestern durch Zufall mal wieder auf alte Bilder von mir aufmerksam geworden. Woraufhin ich dann gedacht habe, das wäre doch eigentlich ein total gutes Thema mal anzusprechen und habe auch auf meiner Insta-Story eine Umfrage gemacht. Und der Großteil von euch war sehr interessiert an diesem Thema, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich einfach mal ein YouTube-Video dazu, weil das ist nicht nach 24 Stunden wieder weg. Ich würde als erstes gerne das Thema Essstörung bzw. das Wort Essstörung einmal auseinandernehmen mit euch, was das genau bedeutet, und euch dann meine persönliche Geschichte zu diesem Thema erzählen. Das Wort Essstörung beinhaltet eigentlich nur, dass man ein gestörtes Essen bzw. ein gestörtes Essverhalten hat. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man nicht nur davon zu wenig essen kann und zu dünn sein kann, sondern es kann auch genau das Gegenteil sein, dass man zu viel isst und sehr, sehr stark zunimmt. Das vergessen ganz, ganz viele, weil sie immer nur Essstörung mit Magersucht irgendwie gleichstellen. Und das ist so ein riesengroßer Mythos, der einfach, glaube ich, in der ganzen Gesellschaft irgendwie vertreten ist. Also lasst euch das Wort einmal auf der Zunge zu oft. Auf der Zunge, in der ich mir gerade einen Knoten reingemacht habe, auf der Zunge zergehen. Essstörung bedeutet ein gestörtes Essverhalten. Ja, bei mir fing das Ganze so an. Ich habe, muss ich ganz kurz überlegen, 2013 eine Ausbildung zur Hotelfachfrau begonnen. Und während dieser Ausbildung habe ich mich sehr, sehr viel bewegt natürlich, was dazu geführt hat, dass ich automatisch so 1-2 Kilo abgenommen habe. Und dann war ich total motiviert, auch noch eine gesunde Ernährung, eine gesunde Ernährung zusätzlich mal auszuprobieren, weil ich mir dachte, da ich mich eh im Job sehr, sehr viel bewege, ist das doch eigentlich easy peasy, dass ich dann zusätzlich noch mich gesund ernähre und dann flutscht das ja alles von alleine. Die Idee war sehr gut, die Umsetzung funktioniert am Anfang auch sehr gut, bis ich so sehr Gefallen daran gefunden habe, immer mehr abzunehmen, weil ich auch super viele Komplimente bekommen habe. Ich wurde auf einmal gesehen, ich wurde ernst genommen. Die Männer haben mich attraktiv gefunden. Ich meine, wie alt war ich? 2013, sind jetzt 7 Jahre her, 25, ja, so 17, 18. Ja, zu der Zeit freut man sich natürlich, wenn Männer dann sagen, oh, du bist so schlank. Und dann habe ich natürlich mir die Haare auch noch blond gefärbt, so richtig weißblond. Ich habe eine komplette Typveränderung irgendwie vorgenommen. Für mich ganz tolle Zeit irgendwie, dass alle gesagt haben, oh, du hast aber toll abgenommen und wie hast du das gemacht, und ich habe so viel Aufsehen und Anerkennung bekommen, dass sich das leider mit meinen kleinen psychischen Aussetzern im Kopf nicht so gut vertragen hat, weil ich da so fokussiert drauf war, dass ich dachte, oh, cool, auf einmal funktioniert das, was ich mir schon so lange ersehnt habe irgendwie, dass ich gesehen werde, gehört werde, gespürt werde, wahrgenommen werde, dass ich Komplimente bekomme, dass ich mich gut fühle, und habe dann leider den Absprung nicht geschafft und bin in einen richtigen Wahn irgendwie verfallen. Also ich wollte fast gar nichts mehr essen irgendwann. Ich habe Süßigkeiten überhaupt nicht, also es war gar kein Thema für mich, irgendwie überhaupt mal was Süßes zu essen. Ich bin zusätzlich noch ins Fitnessstudio dann gegangen. Ja, ging es mir auf einmal immer schlechter und immer schlechter, und nicht nur wegen diesem Essverhalten, sondern allgemein wegen meinem psychischen Problem. Und ich habe dann auch eine Psychiaterin aufgesucht, die mich dann an eine Klinik verwiesen hat. Und ich glaube, das war für diese Zeit eigentlich der beste Moment, damit das mit meinem Essverhalten sich vielleicht langsam wieder reguliert, um in die Klinik zu gehen. Mir war das gar nicht bewusst, dass ich eine Essstörung hatte, weil es für mich total normal war. Also noch ein paar Monate, bevor ich in die Klinik gekommen bin, habe ich, ich glaube, höchstens einen Apfel am Tag gegessen oder auf jeden Fall immer nur ein Stück Obst. Und das auf leeren Magen hat bei mir mal Bauchschmerzen verursacht. Woraus ich dann geschlussfolgert habe, oh, ich esse schon nur noch einen Apfel und trotzdem ist mir kotzübel. Ich glaube, ich sollte noch weniger essen. Essen tut mir nicht gut. Hat sich in meinem Kopf so angefühlt. Weil immer, wenn ich was gegessen habe, hatte ich Bauchschmerzen. Natürlich hatte ich Bauchschmerzen. Wenn du nichts isst und dann zum Beispiel einen Apfel, der total säurehaltig ist, ich bin da sowieso mit meinem empfindlichen Magen immer ein bisschen vorsichtig, dann tut das weh.
Und ich war aber noch nicht so weit, dass ich verstehen konnte, dass das daran liegt, dass ich zu wenig esse. Und habe nicht nur wenig gegessen, sondern habe dann auch noch, wir hatten im Keller so ein Laufband. Also ich bin eigentlich überhaupt nicht die Läuferin, aber ich habe mich da ausgepowert. Ich bin gelaufen, gelaufen, gelaufen. Ich musste schwitzen, mir musste der Schweiß überall rauslaufen und es musste wehtun. Bis ich so weit war, dass ich gesagt habe, heute habe ich genug Sport gemacht. Was auch bedeutet, dass ich meistens dann irgendwie zusammengebrochen bin, Kreislaufprobleme hatte und lauter solche Späßchen. Aber das war es mir irgendwie alles wert dafür, dass die Leute mich mal ernst genommen haben und angesehen haben und gesagt haben, Mensch, du siehst aber toll aus, wie hast du das gemacht? Und jetzt im Nachhinein finde ich das so schade, dass das danach beurteilt wird, ob du dick oder dünn bist und dass du erst was Tolles geschafft hast, wenn du abgenommen hast. Klar, abnehmen ist nicht leicht und das erfordert auch eine gewisse Disziplin, aber ich finde, das ist nicht alles im Leben. Man kann zwar sagen, oh, das hast du toll gemacht, aber das kam immer von Menschen, von denen ich mir gewünscht hätte, dass sie mich auch mal so gesehen hätten, gerade im Freundeskreis. Ich wurde erst wirklich gesehen, als ich abgenommen habe und mein Leben quasi dadurch so sehr verändert habe. Und sonst war ich immer die kleine, dicke Charisse, die einfach immer nur dabei war, weil sie sonst nicht wusste, wohin mit sich. Und das war schon hart irgendwie, dann mit denen, gerade im jugendlichen Alter, legst du so viel Wert darauf, dass du irgendwie akzeptiert wirst und irgendwo dazugehörst. Und wenn das dann nur funktioniert dadurch, dass du dich selber irgendwie zerstörst, ist das super, super traurig. Als ich dann in der Klinik war, fing das auch wieder an, dass ich große Schwierigkeiten überhaupt mit Essen hatte. Also was ganz schlimm für mich war, war, dass wir alle zusammen an einem Tisch gesessen haben, wo wir gegessen haben. Und da waren welche, die offizielle Essstörungen hatten, beziehungsweise Bulimie. Und ich habe in dem Moment noch nicht gewusst, dass ich auch eine habe, sondern habe nur gesehen, da sind welche, die Essen auseinanderpulen oder die abends dann ganz viel in sich reinschaufeln und dann spucken gehen. Und da habe ich immer Beklemmung bekommen beim Essen mit so vielen Leuten und dann auch noch so viele Menschen, die so ihre eigenen Essverhalten irgendwie hatten. Und habe dann wirklich, ich bin immer nur rein, habe quasi mein Essen inhaliert und bin dann ganz schnell wieder aufs Zimmer gegangen und wollte auch mit niemandem beim Essen reden. Für mich war das immer Stress und ich weiß nicht, also nicht schön auf jeden Fall. Und ich habe doch mehrfach mit den Schwestern drüber gesprochen und mit meiner Therapeutin in der Klinik. Und letztendlich haben wir das aber nie wirklich ausdiskutiert. Und dann, als ich irgendwann entlassen wurde, hatte ich auf einmal eine atypische Bulimia nervosa als Diagnose auf meinem Diagnosenzettel, der sich sowieso in der Klinik irgendwie vergrößert hat, wo aber auch keiner mit mir drüber gesprochen hat, was ich sehr, sehr schade finde, weil nur weil die Ärzte das erkennen, heißt das ja nicht, dass man das einfach nur aufschreibt und dann kann irgendwer anders gucken, wie er das macht, sondern ich finde das sehr, 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 sehr wichtig, dass du als Patient gesagt bekommst, was bei dir entdeckt wurde und gerade ich bin ein Mensch, der das braucht, damit ich damit arbeiten kann und das alles verarbeiten kann und vor allem mich darüber informieren kann, was da jetzt bei mir los ist. Ich will das ja alles verstehen, damit ich damit umgehen kann. Naja, und dann habe ich das mal gegoogelt, was das eigentlich ist. Das bedeutet, dass ich in Stresssituationen oder wenn ich überfordert bin, dass ich eine Art Bulimie habe. Also es ist nicht eine klassische Bulimie gewesen, sondern eine Art Bulimie oder ein Teil davon in speziellen Situationen. Und das würde ich auch tatsächlich so unterschreiben, weil ich immer wieder Momente hatte, auch nachdem ich angefangen habe, versucht habe, vernünftig zu essen, wo ich nach dem Essen gerne mir den Finger an den Hals gesteckt habe. Nicht weil, ich weiß nicht, warum man das sonst macht, aber bei mir war es irgendwie so, ich hatte das Gefühl, ich werde wieder dicker. Ich habe das Gefühl gehabt, ich spüre es überall, dass sich das Essen an mir ansetzt, quasi wie so Saugnäpfe und die gehen nicht mehr weg. Und ich hatte das Gefühl, wenn ich das wieder alles ausspucke oder überhaupt spucke, dann kann ich das rausschwitzen, rausspucken, alles wieder loswerden, was nicht in meinen Körper gehört. Also das war irgendwie gefühlt wie so ein Fremdkörper, das mit dem Essen. Und das war keine schöne Zeit. Also es ist wirklich nicht schön gewesen, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke. Das Verrückte ist einfach, dass während ich das hatte, war mir gar nicht bewusst, dass ich das hatte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so krass irgendwie. So jetzt bin ich so weit, dass ich das alles verstehen kann und auch damit klarkomme, dass ich weiß, ich habe jetzt das gemacht und das kann ich schlussfolgern auf das. Und ich hatte den Ausraster deswegen und das sind die Probleme, mit denen ich nicht so gut klarkomme. Also ich bin sehr selbstreflektiert und zu der Zeit habe ich das nicht verstanden. Oder habe mich auch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, weil ich dachte irgendwie,
Das ist normal. Ja, ich dachte wirklich, das ist normal. Ich habe, bevor ich angefangen habe, so viel abzunehmen, tatsächlich auch wirklich Übergewicht gehabt. Ich habe, ich glaube, 85 Kilo gewogen, bin auch auf die 90 zugegangen und war wirklich ein bisschen breiter. Ich habe mich auch nicht wohl gefühlt damit, ne? Also es ist ein schwieriges Thema, weil ich nicht finde, dass man einen Menschen anhand seiner Körperform ausmachen sollte. Und gleichzeitig bin ich aber auch definitiv davon überzeugt, dass es darum geht, dass der Mensch sich wohlfühlt. Also wenn du sagst, du fühlst dich wohl mit etwas weniger am Körper, dann ist das auch okay. Aber es gibt ja auch Leute, die fühlen sich wohl, wenn sie etwas mehr auf den Hüften haben. Und auch das finde ich völlig okay. Es sollte jeder mit sich einfach sich gut fühlen. Bei mir war das halt einfach egal, was ich gemacht habe. Ich habe mich mit nichts gut gefühlt. Und mein Abnahmeprozess war auch nicht, dass ich gesagt habe, okay, jetzt war der Punkt erreicht, ich habe genug abgenommen, ich fühle mich schön. Sondern ich habe mich immer hässlich gefühlt und immer gleich dick. Ich hatte irgendwann, ich glaube, 4 Klamottengrößen kleiner. Ich habe sonst immer 44, 46 getragen. Und auf einmal konnte ich eine 38 anziehen, ein Kleid in super eng. Und habe mir gedacht, oh, das ist aber toll. Dann hatte die mir gesagt, ja, ich erinnere Sie noch mal kurz an das, eine 38, die Verkäuferin. Und dachte ich so, oh, toll. Aber gefühlt habe ich mich immer noch wie ein Walross. Also das Gefühl, was ich hatte, ist nicht mit meiner Abnahme mitgegangen. Ich war nicht irgendwann an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, oh, ich bin ein bisschen schlanker geworden, fühlt sich gut an. Überhaupt nicht. Ich habe mich immer gleich gefühlt, egal ob mit 85 oder mit 55 Kilo. Hat überhaupt gar keinen Unterschied für mich gemacht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man merkt, dass das nicht gesund ist. Gesund ist es dann, wenn du es fühlst und irgendwann angekommen bist und sagst, jetzt fühle ich mich gut. Und diesen Moment habe ich irgendwie verpasst, dass ich habe nur von den anderen gehört, du siehst gut aus, du hast so schön abgenommen. Ich selber habe das überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Und wo ich ganz, ganz dolle Probleme mit habe, das ist tatsächlich aber immer noch so, wenn mich jemand von meinen vertrauten Leuten auf mein Gewicht anspricht, wenn mir jemand sagt, iss nicht so viel, du hast schon wieder ein bisschen zugenommen oder meinst du nicht, das reicht langsam mal oder Mensch, da ist auch ein bisschen Speck oder so, finde ich nicht schön. Dadurch hatte ich auch ganz, ganz lange Probleme, überhaupt öffentlich zu essen oder unter anderen Menschen zu essen. Das habe ich, glaube ich, erst letztes Jahr ablegen können. Krass irgendwie, was wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich alles für Hürden einen im Leben begleitet haben, die man dann doch irgendwie überwunden hat. Und mir ist es immer gar nicht so bewusst, erst wenn ich so darüber spreche. Und jetzt ist mir halt gerade bewusst geworden, dass ich riesige Probleme hatte. Und mittlerweile ist es mir egal. Ich kann mich bei McDonald's hinsetzen, ich kann mich auf einer Party mir eine Wurst nehmen oder auch ein Glas Cola da trinken. Ich bin da überhaupt nicht, dass ich mich darüber ärgere, weil ich das Gefühl habe, mit mir so weit im Reinen zu sein, dass ich die Kontrolle darüber habe, dass ich weiß, wenn ich mich unwohl fühle in meinem Körper und mir das zu viel ist, was ich auf den Rippen habe, dann könnte ich ja abnehmen. Also ich bin da sehr bewusst mit mir irgendwie, dass ich weiß, wenn es mich stört, dann kann ich es ändern. Wenn es andere stört, ist es aber deren Problem, solange ich mich wohlfühle mit dem, wie ich aussehe und wie ich mich gebe und wie ich einfach bin. Und wenn ich jetzt überlege, es ist jetzt, wann habe ich angefangen, 2011, es sind nicht nur 9 Jahre, sondern mittlerweile sogar 10 Jahre seit meinem ersten Zusammenbruch, wie ich jetzt mit diesem ganzen Problem lebe. Und nach 10 Jahren bin ich an den Punkt gekommen, wo ich das erste Mal spüre, hey, ich finde mich eigentlich ganz cool, so wie ich bin. Nicht jeden Tag, nicht immer, nicht 24 Stunden lang, aber ziemlich oft. Und vielleicht ist es einfach genau das Ziel, was wir haben sollten, dass wir mit den Problemen, die wir alle haben, einfach nur klarkommen und uns gut fühlen. Und nicht versuchen, alles, was uns nicht gut tut, zu bekämpfen und wegzukämpfen. Weil dann sind wir, glaube ich, 24/7 im Kampf, 365 Tage im Jahr im Kampf. Und dann fehlt uns irgendwann die Energie, weil wir sie ja gar nicht aufladen können. Und ich hoffe, dass jeder, der von euch an solchen Punkten ist, dass er sagt, ich habe das Gefühl, mein Leben ist einfach nur noch die größte Hölle auf Erden und mir geht es so schlecht, dass ihr euch wirklich auch Hilfe sucht, weil das ist das, was mir geholfen hat. Meine Therapie, der Klinikaufenthalt und was mir, glaube ich, am allermeisten hilft, ist, dass ich mich damit beschäftige. Ich will verstehen, was hier oben manchmal nicht richtig läuft. Ich will das einfach verstehen. Ich will mich damit auseinandersetzen. Ich belese mich darüber. Ich lese aber auch nicht immer nur eine Seite, sondern ich belese mich mit mehreren Seiten, weil auf so vielen Seiten was Verschiedenes steht.
Und ich mache das so lange, bis ich das verinnerlicht habe. Natürlich unterstützt meine Therapeutin das zu 100%, indem sie mit mir die gleichen Dinge auf ihre fachliche Art und Weise nochmal durchkaut, bis das hier oben mal irgendwann angekommen ist. Weil erst, wenn du etwas verinnerlicht hast, kannst du das auch aktiv anwenden, dann, wenn du es brauchst. Das ist wie, wenn du hinfällst, stehst du auf. Das ist fast ein automatischer, eine automatische Bewegung, weil es im Gehirn verankert ist, dass du irgendwann mal gelernt hast, wenn du hinfällst, musst du dich wieder hinstellen, weil sonst kannst du nicht weiter vorwärts kommen. Und ungefähr ist das so mit diesen Problemen, die ich immer habe. Das ist auch wie ein Hinfallen und dann muss ich überlegen, warum bin ich hingefallen? Lag da ein Stein im Weg oder hat mir jemand ein Bein gestellt? Also jetzt im übertragenen Sinne. Oder was war der Grund? Und den Grund bearbeiten, damit ich beim nächsten Mal weiß, der hat mir ein Bein gestellt. Um den mache ich jetzt einen Bogen, dann falle ich auch nicht mehr hin. Oder da liegt ein Stein im Weg, den Stein räume ich erstmal weg oder ich springe drüber und nehme den nicht immer gleich mit und dann falle ich wieder hin. Das ist echt nicht einfach. Also ich will da keine Hoffnung machen, dass er innerhalb von ein paar Wochen das lernen kann und dann läuft das Leben wieder, weil das wäre Quatsch und nachher seid ihr dann noch enttäuschter. Ihr solltet das alles realistisch sehen und dem auch allen Zeit geben. Einfach für euch das tun und bei euch bleiben und nicht denken, warum findet er das jetzt nicht gut oder Mensch, ich habe jetzt schon so viel erreicht, die müssen mich doch langsam mal dann auch dafür belohnen oder so. Das habe ich ganz oft gehabt, dass ich das Gefühl hatte, andere Leute müssen mich dafür belohnen. Das ist leider verkehrt, sondern ich sollte mich selbst dafür belohnen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas gut gemacht, dann sollte ich mit mir ganz alleine vielleicht da einfach drüber sprechen und sagen, hey cool, das hat sonst nie geklappt und jetzt? Cool. Und wenn es euch hilft, könntet ihr euch auch ein Buch anlegen, wo ihr diese Fortschritte einfach reinschreibt. Und wenn ihr mal wieder einen Tiefpunkt habt, lest es euch durch. Ich glaube, dass das helfen kann. Das war meine Geschichte plus meine Erfahrung zum Thema Essstörung. Ihr dürft sehr, sehr gerne in den Kommentaren eure Erfahrungen, eure Geschichten zu dem Thema hinschreiben. Ich freue mich immer sehr darüber, wenn ich auch was von euch höre und lese. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keins von den neuen Videos mehr. Am besten noch die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr direkt eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video online ist. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Tag, Nachmittag, wann auch immer ihr dieses Video guckt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!